dieser Aktion eben auch einmal um die Welt gegangen ist und es jetzt wirklich so war, was man sonst immer nur so sagt, es ist wirklich weltweit gekommen. Und es hat in den Vereinigten Staaten die Diskussion neu entfacht und ausgelöst. Und es ist ein interessantes Erlebnis, dass man hier so eine Idee hat, bedingungsloses Grundeinkommen, so offen und ungreifbar die teilweise auch ist. Und das hast du sozusagen so bei dir vor der Nase, so bei uns im Zimmer. Und auf einmal geht das über ein ganzes Land. Also wie in den USA. So dass das eigentlich Wunderbare ist, dass dieser Gedanke, der ja für viele auch so fraglich ist und der auf der einen Seite so sehr Menschsein berührt oder auch wie man selber die Dinge eigentlich empfindet und sieht, aber das ja nicht so darf und das auch schon abgewöhnt bekommen hat und schon weiß, dass die Welt ganz anders funktioniert und dass man eine Nische finden muss und dass das alles so und so zu sein hat. Und dann dieser Gedanke, der eigentlich sagt, willkommen auf der Erde und du bist gemeint. Das ist ja auch ziemlich heftig, dieser Zuspruch von allen auf den einen zu sagen, dein Leben wird dir gewährt. Und zwar ohne, dass du dich verkaufst, ohne dass du irgendwas anderes erst einmal beweisen musst, sondern dass du da bist. Und dass so ein Gedanke, den man ja am liebsten so in der ganz intimen kleinen Kiste für sich mal vielleicht behandelt, aber doch nicht sowas öffentlich sagen, das ist ja, da kann man, das ist ja irgendwie nicht stark. Dass so ein Gedanke dann aber um die Welt geht. Und dass man merkt, ja auf der ganzen Welt ist das einfach ein Gedanke, der etwas berührt, der irgendwas zu tun hat mit Menschsein. Und der eben, das finde ich auch bisher schon so interessant an dem, wie Herr Beschow das gesagt hat, dass dieser Gedanke des Prozesses, des Vorgangs, der immanent ein demokratischer Gedanke ist, nämlich im Austausch die Dinge erst zu bilden, oder ein künstlerischer Prozess ist, wo ja auch das Bild bzw. die Idee erst am Ende steht, nicht am Anfang, dass also dieses bedingungslose Grundeinkommen überall erlebbar sein kann, als etwas, das überhaupt mal wieder Wachstum ins Bewusstsein bringt. Es wird so viel geredet von Wachstum, 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 das ist aber kein Wachstum, das ist Wucherung. Wucherung, Krebs ist was anderes als das, was gesundes Wachstum ist. Wachstum ist, aus sich selber entsteht etwas, das hat und braucht die Zeit und findet die Form, die aus ihm hervorgeht. Das kannst du aber nicht alles vorherbestimmen. Und dass neben diesem immer restriktiver werdenden, was überall auf der Welt passiert, in der Bildung, in dem, was man Sozialleistungen nennt, also diese Ankündigung des Tsunamis sozusagen, wo das Meer sich zurückzieht, wo es immer enger, heftiger, restriktiver wird, dass da diese Idee jetzt aber da ist, die vielleicht auch ohne Katastrophe Entwicklung zulässt. Und es ist für mich kein Zufall, dass das in der Schweiz diesen Ort haben kann, von dem aus es in die Welt geht, weil in der Schweiz dieses Instrument direkte Demokratie da ist. Weil etwas demokratische Wirklichkeit, politische Realität sein kann, was noch gar nicht von vorne bis hinten durchgedacht und geplant ist. Das ist für mich zum Beispiel ein entscheidender Kernpunkt des Grundeinkommens, aber des Grundeinkommens dann auch beleuchtend und bezogen auf all die anderen Prozesse und Dinge, die eben nicht fertig auf die Welt kommen, die nicht jetzt ausgedacht dann nur durchgeführt werden, sondern die Entwicklung haben, wie zum Beispiel bei jedem Einzelnen von Ihnen Ihr eigenes Leben, was Entwicklung ist, wo auch Neues passiert, wo Unvorhergesehenes passiert, was man eben nicht festschreiben kann, wo man eben auch mal einen großen Respekt haben muss vor der Intelligenz des Lebens. Dass dieses Grundeinkommen genau diese Methode, diesen Vorgang beleuchtet. Im Gegensatz zu dem, dass immer alles vorher klar sein muss. Also im Gegensatz zu dem, dass die Maschinen das Denken übernehmen, beziehungsweise wir anfangen, die Maschinen zu denken, wo alles geplant, berechnet und dann effizient und auch noch kostensparend sein muss. Dass Menschen Kostenfaktoren sind,
dass Arbeit für Geld ist. All diese Dinge, die den Menschen eigentlich das wegnehmen, was die Welt ist. Denn Arbeit ist nicht für Geld, das ist Quatsch, jeder von Ihnen weiß es. Man geht arbeiten, um etwas zu tun, was für andere schön ist. Damit andere etwas davon haben, damit andere ein Einkommen haben, dass da was reinkommt, dass da ein Profit ist, dass da etwas Gutes passiert. Das ist für jeden, wenn man nur mal da hinschaut, der Grund, warum man arbeitet, dass man etwas tut, was sinnvoll ist, notwendig ist für andere und sich dabei entwickelt, mit Menschen zusammen ist, dass das, weil Arbeit ist Leben. Und diese Ideologie, die für mich so das unverständlichste Missverständnis überhaupt ist, dass man sagt, also Arbeit ist für Geld, das man selber bekommt, dass das die Menschen glauben und deswegen ja auch so eine Blockade da ist, verantwortlich zu sein, weil man ist ja beauftragt. Man bekommt ja das Geld für das, was man gesagt bekommen hat, zu tun, so ungefähr. Und das ist bei Freischaffenden das Gleiche wie bei Angestellten. Dass diese Blockade zur wirklichen Verantwortung der Welt gegenüber, den anderen gegenüber, den Dingen gegenüber, dass das so geglaubt wird und dass dann diese Unverfrorenheit gesagt wird, es ginge um Arbeitsplätze schaffen. Das ist für mich, also ich kann das nicht verstehen. Ich habe das mal erlebt, was das heißt, im Intercity nach Deutschland, da hat jemand Chips auf den Boden gekleckert, alles versaut. Dann wollte er das wieder aufsammeln. Dann hat der Nachbar gesagt, lassen Sie liegen, das schafft Arbeitsplätze. So, und diese Perversion ist aber offizielle Meinung. Jemandem Arbeit zu schaffen und dann auch noch ohne Sinn, ist einfach, das finde ich grauenvoll. Arbeit ist, das zu tun, was dran ist, was notwendig ist, wo ich gebraucht werde. Und es gibt unendlich viel Arbeit, die wird nicht getan heute. Im Zwischenmenschlichen, mit alten Menschen, mit Kindern, dass man eine Idee entwickelt wieder von Bildung, von Klima und Hunger und all den Sachen gar nicht erst zu sprechen. Das ist für mich ein Kernpunkt des Grundeinkommens, dass Arbeit und Einkommen in dieser Höhe des Grundeinkommens mal getrennt wird. Also diese Ideologie, die natürlich aus der Selbstversorgung kommt, ne, wo ich in den Wald gehe, schieße das Reh, bring's nach Hause, das Resultat meiner Arbeit ist, wir haben was zu essen. Nur heute ist das nicht mehr so. Dass diese Ideologie, dass das immer noch so wäre und wir uns festklammern an der Ideologie des Überlebens, was längst nicht mehr im Materiellen stattfindet, vielmehr im Seelischen oder Geistigen oder eben im Globalen, dass dieser Knoten mal gelöst wird, das ist für mich ein Kernpunkt des bedingungslosen Grundeinkommens. Und dann merkt man vielleicht auch, aber das wird auch Ergebnis jetzt oder Versuch sein dieser Veranstaltung, dass ja das Grundeinkommen überhaupt nicht etwa den Wert der Arbeit verringert, sondern ganz im Gegenteil, dass überhaupt Arbeit wieder ins Bewusstsein kommt als das, was es ist. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, wie überhaupt, sage ich jetzt mal so pathetisch, Welt weitergehen kann. Denn es kann nicht so weitergehen, dass wir immer weiter festhalten an den Dingen, die vorgestern und vor 50 und 100 Jahren mal auch eine Idee waren. Also die, wenn ich so sagen darf, Faulheit und Trägheit, die heute herrscht in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklung, in Bezug auf Begriffe, Vorstellungen von dem, was Wirtschaft ist, die greift dieses Grundeinkommen an. Das Grundeinkommen ist die heftigste Attacke auf die Faulheit seit sehr langer Zeit. Das ist für mich ein entscheidender Punkt, der eben nicht nur dieses eine berührt, sondern der überhaupt das Selbstverständnis einer Bewegung aus sich selbst berührt. Und im Gegensatz zu dem, dass ich mich immer abstütze auf allen gewordenen Verhältnissen und gewordenen Vorstellungen und Begriffen. Und das wirft einen natürlich dann auch in eine Unmittelbarkeit, ja, die auch anstrengend ist, also die auch vielleicht ungewohnt ist, weil man so antrainiert bekommen hat, wenn du dich so und so verhältst, gehörst du zur Gesellschaft und wirst dann schon irgendwie glücklich, wenn du dir dein Haus und so weiter bauen kannst. Es ist dann was anderes. Und das ist ein zweiter oder dritter oder hundertster Kernpunkt des Grundeinkommens für mich. Wenn man wissen will, was das Grundeinkommen ist, und wie es wirkt und was dabei eigentlich rauskommt,
dann muss man nur auf sich selber achten, wie man mit diesen Gedanken umgeht. Dann merkt man nämlich schon, dass diese Idee bedingungsloses Grundeinkommen viele gewordene Vorstellungen zerbröselt oder erst einmal auch deutlicher macht. Dass für einen selber es oft schwierig ist, da wo man dann auf die Probleme stößt, also weil man es ja zum Beispiel gar nicht finanzieren kann oder wer arbeitet dann noch und all diese Fragen, ob man jetzt jemand ist, der eigentlich auf den Rücken fällt in dem Moment, wo er nicht mehr vorgegebene Gedanken hat, in denen er sich bewegen kann, sondern wo er selber hinschauen muss. Ob man lösungsorientiert denkt, also ob man zum Beispiel sagt, na, Sozialleistungen alle streichen, das geht ja gar nicht, oder ob man sagt, na, Moment, das Grundeinkommen ist unsere Sache, wir werden es vernünftig machen, was ist die Lösung? Also wie man selber damit umgeht, gedanklich, seelisch, daran merkt man schon, was das Grundeinkommen ist. Es ist nämlich etwas, was immer wieder auf die ganz eigene Anschauung und eigene Bewegung und diese Kraft hinweist oder das auch benötigt. Und das wird es in der Gesellschaft ganz genauso sein. Deswegen muss man nicht spekulieren, was die anderen machen, sondern nur schauen, wie man selber damit umgeht. Aber dann ehrlich sein, eben wie man selber mit diesen Gedanken umgeht. Diese Unmittelbarkeit, eben nicht das Reden über irgendwas, was ich sowieso nicht weiß, wo ich nur über andere Leute oder irgendwelche Zukünfte rede, die sowieso nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle. Das ist eben, dass das auch weg ist bei dieser Idee des Grundeinkommens, sondern eigentlich eine unmittelbare Herausforderung ist oder Erlebbarkeit ist, wie nehme ich eigentlich wirklich andere wahr, wie viel haben meine Urteile über Arbeit, andere Menschen, Soziales und so weiter überhaupt mit Wirklichkeit zu tun. Also es ist nicht etwas, was schlaraffenlandmäßig weggeht, was man ja auch denken könnte, sondern im Gegenteil. Es macht die Dinge viel konkreter, aber in dem, dass es vom Menschen ausgeht. Und der Mensch sind immer sie selber und der, der ihnen gegenübersteht. So, das mal zwei so Kernpunkte. Es gibt noch 120, aber wir haben jetzt dann noch nicht so viel Zeit. Vielleicht noch eins. Also ich kann ja nur die Sachen sagen, die ich kenne. Und der dritte Kernpunkt des Grundeinkommens ist immer der Punkt, an dem Sie gerade an der Idee sind. Das ist vielleicht sogar der erste. Also das, wo man selber eigentlich gerade dran ist bei dieser Idee Grundeinkommen. Und es gibt dann auch das, dass Leute sagen, was meinst du denn, was der größte Gegner oder die größte Gegnerschaft zu dieser Idee ist? Und dann meint man so, ja, die Politiker, die Unternehmer, so Götz Werner und so. Aber ich denke immer, der größte Gegner ist das, was mir selber gerade am meisten dabei im Wege steht. Es ist eben nicht, dass ich abhängig bin von dem, wie andere sind, wie die Verhältnisse sind. Es ist nicht, dass man denkt, na, mit dem Grundeinkommen ist alles besser. Das ist ja nicht so. Es ist ja nur Geld. Das Grundeinkommen verspricht nichts und ändert auch nichts. Es ermöglicht nur mehr Änderungen. Und statt diese Zukunftsspekulationen, die man natürlich macht, die auch schön sind, kann man aber auch sagen, wenn ich wissen will, wie das mit dem Grundeinkommen ist, dann kann ich auch in die Vergangenheit schauen. Also jetzt fangen wir mal an mit dem Frauenstimmrecht in der Schweiz. Oder mit der Initiative, die es ja auch heute hier vertreten ist, mit Andreas Groß, Abschaffung der Armee, aber vielleicht auch noch mehr AHV. All diese Vorgänge, Abschaffung der Sklaverei, Bewusstwerdung von Menschenrechten, Einführung von Demokratie, das sind alles exakt die gleichen Vorgänge wie bedingungsloses Grundeinkommen jetzt. Es sind exakt die gleichen Argumente, die dagegen sprechen. Es sind genau die gleichen Mentalitäten, die dafür und dagegen sind. Und es geht darum, nicht zu sagen, wer dagegen ist oder das war früher auch blöd, dagegen zu sein. Man muss verstehen, warum Menschen Sklaverei normal fanden, Gott gewollt und vernünftig. So wie man verstehen muss, dass Menschen es normal finden, Gott gewollt und vernünftig, dass es kein Geld gibt, ohne dafür zu arbeiten. Das sind ja gewissenhafte Überzeugungen. Und im gleichen Vorgang, wie das in der Geschichte schon war, gibt es jetzt eben diese historische Entwicklung zu einem bedingungslosen Grundeinkommen, wo man dann irgendwann sagen wird, das verstehe ich überhaupt nicht, wie die Menschen das früher anders sehen konnten. So, aber wir sind mittendrin und das Schöne ist, wir machen es gerade, ist gar nicht zum Zugucken, es ist eben Volksinitiative, es ist eben jeder Einzelne und das ist auch entscheidend, es kann nie und nimmer eine Partei sein, schon gar nicht eine Regierung oder ein König, es können nur wir sein.